Nächste Frage hat der Reitschuster. Frau Merkel, eine Frage von Rob Schafelberg, Telegraaf aus Amsterdam. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes ihm hinzuzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären? Weil diese Person mein Vertrauen hat. Aber kann er dann mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat? Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu. Wenn das alles ist? Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt. Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also das ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also. So, die nächste Frage. Ja, guten Tag heute aus der Bundespressekonferenz. Ich habe heute einen Gast mitgebracht aus der Bundespressekonferenz. Wenn du vielleicht ein bisschen weiter ins Bild kommst und wenn du dich vielleicht kurz vorstellst, noch ein bisschen näher zu mir, wegen dem Mikro. Ja, mein Name ist Rob Schafelberg. Ich komme aus den Niederlanden. Ich arbeite für eine Zeitung, die heißt Telegraaf. Das ist ein großes Blatt aus Amsterdam. Genau, wir kennen uns sogar schon aus Moskauer Zeiten. Wir sind ich war nicht in Moskau, aber du, als ich noch in Moskau war, genau, hast du es gelesen, genau. Und du bist sehr beliebt bei den Zuschauern, weil viele sind begeistert über deine erfrischende und sehr kritische Art in der Bundespressekonferenz. Und du hast heute hast du gesagt, du wunderst dich, dass in Deutschland diese ganzen Skandale um das Gesundheitsministerium, dass die nicht so eine große Aufmerksamkeit finden. Ja, ja, man hat ein bisschen den Eindruck. Also jetzt zum Beispiel jetzt geht es um die Corona-Teststations, die man überall hier in Berlin, in ganz Deutschland, im Ruhrgebiet, in Hamburg, in München, überall sieht. Tausende und Tausende. Und diese Teststations, das hat sich herausgestellt nach einer Recherche, auch einer ganz einfachen Recherche, das wäre ja auch natürlich unser Job, dass viele dieser Teststations Tausende Euros mit fiktiven Testteilnehmern machen, weil der Herr Bundesgesundheitsminister es möglich gemacht hat mit einer Verordnung, dass diese Teststations abrechnen können, was sie wollen, weil sie nicht nachweisen müssen und dürfen, wenn sie getestet haben. Und so kann jeder Corona-Teststation-Unternehmer schlafend reich werden. Das ist doch ein schöner Traum. Und du findest, dass die Medien da nicht hart genug damit sind? Na, das sage ich nicht direkt, weil das war ja eine Recherche zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung. Die haben einfach das gemacht, was man machen muss, also ab und zu nachzählen. Also wenn die Politiker schon nicht für uns zählen, wenn überall die Millionen, Milliarden an uns vorbeigehen, die wir nach der Krise natürlich als Steuerzahler, sind ja nicht die Deutschen, die hier Steuer zahlen, sondern alle Menschen in Deutschland, auch die Ausländer, die Steuer zahlen, die müssen natürlich nach der Krise wieder zurückverdient werden. Dann wird es natürlich hart. Ja? Also wir haben da eine ganz andere Lage dann wahrscheinlich. Gibt es Arbeitslosigkeit, Firmenpleite. Also deswegen bin ich der Meinung, dass auch in der Pandemie, nicht nach der Pandemie, sondern auch in der Pandemie genau geguckt wird, dass die Tür und Tor für Korruption und für Betrug geöffnet wird. Und das ist leider nicht nur bei den Masken passiert, das wissen wir alle, aber auch jetzt bei der Corona-Teststation. Hast du den Eindruck, dass das groß genug als Thema thematisiert wird in Deutschland oder ist dir das jetzt, nicht ausreichend? Jetzt war diese Affäre ist über das Wochenende über uns herausgebrochen, kann man so sagen. Und ich finde, also heute konnte man den Bundesgesundheitsminister Spahn darüber befragen. Um 3/4 Stunde geht es nur um wie viele Corona-Zahlen jetzt hier, wie viel Inzidenz und so, wobei wir auf dem Weg mit den Impfen und so aus der Pandemie raus eigentlich sind. Und diese Frage nach der finanziellen Verantwortung und der politischen Verantwortung für diesen irrsinnigen Betrugsskandal, die wurde gar nicht gestellt. Und das wundert mich dann auch sehr, dass da nicht mehr Journalisten hier vor Ort sind und einfach ihre verdammte Pflicht nachgehen, nämlich die Herrschenden, auch in dieser Republik, also die das Sagen haben, nicht auf den Mund zu reden oder vielleicht mal gar nicht zu fragen, sondern einfach die kritischen Fragen zu stellen, die auch vielleicht einfache Bürger
haben, die die Wähler haben. Wir haben ein Wahljahr und wir haben eine Pflicht zu erfahren, wer wofür Geld empfängt. Also wenn ein normaler Unternehmer das macht, was hier passiert, oder ein normaler Steuerzahler, dann kommt sofort Post vom Finanzamt oder von den Strafverfolgungsbehörden. Und hier, keiner ist zuständig, um diese Corona-Teststations zu kontrollieren. Nicht das Ordnungsamt, nicht die KV, nicht das Bundesministerium, nicht die Gesundheitsdienste, die Gesundheitsämter. Also da kommt ja keiner vorbei. Und da haben natürlich viele sich gedacht, na gut, dann schreibe ich einfach so viele auf, wie es mir gefällt, weil dann habe ich vielleicht doch dann nächsten Monat schon den Tesla vor der Tür stehen, bezahlt von den armen Vaterstaat hier in Deutschland. Wie erklärst du dir das, dass da nicht mehr nachgebissen wird? Also ich wollte eine Nachfrage zum Beispiel stellen und ich durfte nicht. Du warst, glaube ich, der Einzige, der da gesagt hat, warum darf der nicht nachfragen. Warum wird da so wenig gebissen? Also in Deutschland sagt man grillen, also die Regierung grillen. Ja. Ich habe den Eindruck, da wird nicht so richtig gegrillt, oder bin ich dazu? Ja, das ist eigentlich eine lustige Herangehensweise, weil die Deutschen lieben ja das Grillen. Ich finde das auch, wenn man hier integrieren will in Deutschland, dann soll man natürlich grillen und so. Das kann man immer schön machen. Jetzt ist auch wahrscheinlich wieder ein bisschen erlaubt. Ist ja sehr schön. Vielen Dank, Frau Merkel, so, dass man wieder grillen darf. Man weiß ja nicht, wie das mit der nächsten Bundeskanzlerin, mit vielleicht Frau Baerbock, ob dann ganze Fleisch verboten wird oder in Ferien fliegen, um dann zu grillen. Also, aber kommen wir zurück zu dieser Frage. Also ob das Grillen vielleicht nicht erlaubt ist oder ob man sich nicht mehr traut zu grillen. Es kann auch das mag sein. Journalistisch nicht. Ja, dass man sich journalistisch nicht mehr traut, weil man möchte doch das große 1-zu-1-Interview mit dem Bundesgesundheitsminister haben, oder vielleicht hat er noch eine neue Witter in die Vizekanzlei in der nächsten Regierung oder so. Aber sind wir deswegen da, um die Minister oder die Pressestelle der Regierung zu amüsieren oder zu gefallen mit einer braven Frage oder mit einer Nichtfrage? Ich glaube nicht. Es ist unsere Pflicht zu sagen, was die entscheiden, was die machen, aber auch was sie nicht machen, um dem kritisch zu hinterfragen. Und ich glaube, in Holland, in meinem Land, würde man einen Minister mit so einem großen Skandal nicht davon gehen lassen kommen. So einfach. Also wäre es da anders zugegangen bei der Befragung? Also, wenn das rausgekommen wäre, was bisher schon rausgekommen ist, würden hier mehrere hundert Journalisten stehen und so, und die würden, es wäre für ihn nicht möglich, so einfach ins Auto zu steigen, weil da vielleicht schon jemand sitzt oder und so weiter. Also das, die Aufregung wäre natürlich viel, viel, viel größer. Das ist dann für dich ein bisschen befremdlich, ja, als Niederländer, wenn du siehst, dass hier da so wenig Aufregung ist. Also das ist ein bisschen Kulturschock. Ja, eigentlich vor allen Dingen, weil man auch denkt... Journalistischer Kulturschock? Nein, man denkt auch bei den Deutschen so, ein Mann, ein Wort, ein Wort. Also die machen eine Verordnung und diese Verordnung ist einfach wasserdicht, wie eine TÜV-Untersuchung oder wie genau. Man möchte nur ein Auto fahren und über die schöne deutsche Autobahn sich bewegen. Da wird natürlich ganz genau geguckt, hat dieser Herr einen Führerschein, ist das Auto getüft, ist das irgendwie fahrmäßig in Ordnung und so. Aber mit diesen Corona-Testerschutz, nein, total egal. Da kann jeder machen, was er will. Und ob wir Pandemie haben, ja oder nein. Oder ob wir Geld haben, ja oder nein. Ist egal, wir haben Wahljahr, das Geld soll raus. Und nach 3 Monaten ist wieder eine andere Regierung da. Dann haben wir das wieder vergessen. Das Gleiche war natürlich bei den Masken. War genauso. Ja, das ist auch, da hat der Herr Spahn nach einer E-Mail von seiner Parteifreundin Frau Hohlmeier, also die Tochter von Josef Strauß, hat einfach Kontakt zu einer Firma gefunden aus der Schweiz. Die haben für 1 Milliarde Euro hat der Herr Spahn da Masken und Schutzmaterial quasi geliefert. Noch nur eine kurze Intervention von einer Freundin 1 Milliarde Euro rausgehauen, wovon viele der Masken untauglich waren und für 9,90 Euro pro Stück. Also obwohl der Marktpreis weniger als die Hälfte war. Und das ist ja hier noch gar nicht gefragt worden, oder vielleicht war ich nicht da. Gab es schon, es wurde auch schon darüber berichtet, aber hätten alle Leute das vergessen. Aber mir scheint es so, dass es vielleicht etwas System hat, dass das ständig in diesem Gesundheitsministerium in Deutschland mit einer Verweis, ja, wir haben doch einen Notfall, eine Pandemie, es muss schnell gehen, wir brauchen keine Kontrolle, wir brauchen einen kurzen Dienstweg zum
keine Ahnung, zum Ehemann, zur Freundin oder zu irgendwo. Und wir müssen das irgendwie schnell bürokratisch lösen, eben ohne die Kontrollen und ohne die Bürokratie, wofür Deutschland so berühmt, auch berüchtigt ist. Warum machen die Medien das mit? Wir müssen ein bisschen weiter hier rüber gehst. So einfach noch ein bisschen so, genau. Warum machen die Medien das mit? Warum ist die Kontrolle so schwach von den Medien? Weil, wie du schon sagtest, in Holland, da wären jetzt hunderte Journalisten gewesen und man hätte gegrillt und hier ist es so. Ja, vielleicht haben sie andere Sachen. Ich glaube auch, die Regierung hat viele verordnet, also wir sollen bitte im Homeoffice bleiben, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie hinter Ihrem Rechner und so. Und dann vielleicht werden wir Ihnen dann eine Frage beantworten, die natürlich oft nicht beantwortet wird. Oder das habe ich ja auch heute bei dir erlebt, dass von vornherein einfach gesagt wird, nein, du darfst nicht nachfragen, obwohl jeder da nachfragen durfte. Und dann wird das Mikro abgedreht oder man wird unterbrochen, sogar wenn der Mensch da eigentlich antworten will. Also ein bisschen Lebendigkeit täte vielleicht auch der deutschen Demokratie gut, glaube ich, auch in diesen Tagen. Genau, also für niederländische Begriffe ist das, wie ich kritisch nachfrage, ist völlig normal. Ja, ja, für deutsche Begriffe normalerweise denke ich auch. Also, es gibt ja viele Journalisten hier, ja, also viele hunderte, vielleicht sogar tausende Journalisten, die hier auch in der Hauptstadt tätig sind, für große Zeitungen, für Magazine, für die öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so, die haben alle hunderte Beschäftigte. Also man fragt sich manchmal, wo sind die? Und ich weiß, dass die Regierung sich auch aufregt, dass die hier auch nicht auftauchen, wo sie doch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, was ja unser Job ist. Du bist ja legendär für deine Frage an Angela Merkel mit Wolfgang Schäuble, ja? Diese berühmte Frage, ich hoffe, wir können sie hier einblenden, als du da immer wieder gefragt hast, warum haben sie jemanden mit dem Geldkoffer als Finanzminister? Stimmt, ja. Und wie waren denn da die Reaktionen? Wurdest du da geschimpft, dass du sowas Böses fragst? Ich hoffe, wir haben es jetzt einblenden können. Hier in Deutschland. Nein, ich wurde überhaupt nicht geschimpft. Ich habe von tausenden Menschen aus Deutschland E-Mails und Briefe bekommen, sehr viele Briefe und ausnahmslos Unterstützung von ganz einfachen Bürgern, auch von älteren Menschen, die sich die Mühe genommen haben zu schreiben und die auch eigene Probleme hatten. Die wollten dann auch diese Probleme an mich herantragen, ob man vielleicht auch für andere Sachen kritische Nachfragen hat. Und ich glaube, das ist auch Teil von unserem Job, dass wenn es politische Benennungen gibt, zum Beispiel jemand, der zum Finanzminister benennt, der nicht mit Geld umgehen kann, weil er hat 100.000 Euro im Bar, hat er einfach vergessen. Also entweder, mit Schwarzgeld schon umgehen, aber nicht mit Weißgeld. Ja, das möchte ich nicht pauschal so sagen, aber entweder er kann nicht rechnen, also ist er ungeeignet, weil er dieses Geld eben vergessen hat, 100.000 Mark von dem Waffenhändler, oder er kann sehr gut mit Geld umgehen und hat bewusst dieses Schwarzgeld in Kauf genommen und dann ist er kriminell und gehört schon gar nicht in diese Position. Also entweder links oder rechtsrum wäre er eigentlich nicht geeignet gewesen. Aber das war für die Frau Merkel damals kein Problem. Haben Kollegen auch irgendwie reagiert auf die Frage? Da Lob bekommen oder Kritik? Oder Schweigen? Tagelang, also in Deutschland, mein österreichischer Nachbar, der meinte so, hat mich in die Seite so, der meinte nur weiter, dann machst du's gut. Von den Deutschen kam gar nichts, also wirklich keine einzige Reaktion. Nach einer Woche hat die Welt hat dann gefragt, ja, Herr Sauerberg, wir haben gesehen, dass Sie noch fast 1 Million Hits in YouTube haben und ja, wie geht es Ihnen eigentlich so, haben Sie das schon wahrgenommen? Das war mir eigentlich noch nicht ganz bekannt, also nach dieser Fragerei, was glaube ich mein Recht war, weil da wurde ein neuer Finanzminister benannt. Nein, das war ganz normal. Es war leider für diese Verhältnisse sensationell, aber es sollte normal sein. Und man sah ja Merkel auch richtig an, wie ihr das nicht gefallen hat. Das ist so. Das Schöne ist an YouTube oder an so bestimmte Sachen, dass es ein Archiv gibt. Und das im Archiv, da gibt es auch Leute, die dann gucken, so Gebärdensprache und so, und dass es verschiedene Kameraeinstellungen gibt. Dann habe ich dann im Nachhinein gesehen, dass der Herr Guido Westerwelle, der da sah, oder Horst Seehofer, hat da noch Witze gemacht über Bayern, glaube ich, da war noch gar nicht präsent, da habe ich gesehen, dass der, wenn man ganz speziell zuhört, kann man hören, wie der Guido Westerwelle, damals hat er noch gelebt, war später dann auch Außenminister, dass er dann wie so ein Bauchsprecher, es ist ja alles gesagt worden, also ganz leise, es ist ja alles gesagt worden. Und dann Merkel mit 2 Sekunden Verspätung, es ist ja alles gesagt worden und so. Und dann, das irgendwie, sie war selber sprachlos, sie hing eigentlich schon in den Seilen, weil diese etwas freche Nachfragerei von mir, sie war das vielleicht nicht gewohnt, weil alle
eine Frage und eine nette Frage und dann auf Wiedersehen. Wir gehen schön in den Sommerferien, wir entspannen uns und dann wird alles gut. Gehen Sie ruhig schlafen. Ja? Aber man hat ja gesehen, wo das dazu geführt hat. Also Wolfgang Schäuble ist immer noch im Amt, hat viele Orden bekommen, ist jetzt ja, der zweithöchste Mann im Staat. Also das, und du hattest noch einen legendären Auftritt, ich glaube, das war im März oder im April, da waren meine Zuschauer ganz begeistert. Ich schneide es jetzt noch mal rein, ein paar Szenen. Und dafür war das die Stunde des holländischen Kollegen. Und ja, ich sage jetzt gar nichts. Ich sage gar nichts. Schauen Sie sich das an. Ich schneide das alles zusammen. Und das müssen Sie gesehen haben. Das müssen Sie wirklich gesehen haben. Herr Staffelberg. Ja, ich habe noch mal eine allgemeine Frage, auch gesundheitspolitisch. Also seit Ende Dezember wurden also Vaccins zugelassen. Und jetzt haben wir schon bald Mitte März. Also wichtige Monate sind seitdem vergangen. Warum ist seitdem noch nicht möglich, dass es in Deutschland, dass es auch Arztpraxen jetzt schon impfen? Und warum ist es in anderen Ländern, wo auch mehrere Vakzins zugelassen wurden, schon möglich? Können Sie das ein bisschen erklären für diejenigen, die vielleicht nicht so in der deutschen Politik zu Hause sind? Ja, im Grunde genommen hat Herr Minister Spahn gerade in der vorherigen PK dieses Problem auch noch mal kurz skizziert. Letztlich ist es so, wir brauchen gewisse Impfstoffmengen einfach, um in die Fläche gehen zu können. Also Herr Spahn hat auch gesagt, es bringt natürlich nichts, wenn wir einer Arztpraxis 5 Impfdosen anbieten können, dann brauchen wir nicht in die Fläche zu gehen. Wir haben aufgrund der Impfpriorisierung uns dazu entschieden, zentral zu impfen über diese Impfzentren. Und in der zweiten Phase, die ja Herr Seibert gerade schon angesprochen hat, dann tatsächlich auch in die Arztpraxen zu gehen. Dazu bedarf es aber gewisser Impfstoffmengen. Und Herr Spahn hat es auch gerade noch mal eben ausgeführt. Wir gehen davon aus, dass zu Beginn der zweiten Kampagne, also dann im April, wir pro Arztpraxis ungefähr eine Impfsprechstunde pro Woche anbieten können. Und wenn ich hinzufügen darf, wir haben neben dem Impfen in Impfzentren noch eine andere Entscheidung frühzeitig gefällt, nämlich, dass wir die Impfstoffe zu den Menschen bringen, die aufgrund ihres hohen Alters und ihres Gesundheitszustands das allergrößte Risiko im Zusammenhang mit Corona tragen, dass der Verlauf schwer oder gar tödlich sein könnte. Und zwar die Menschen in Heimen, in Altersheimen, in Pflegeheimen, in Heimen für Menschen mit Behinderungen. Es sind mobile Teams zu diesen Menschen gegangen und haben, das war ein Kernpunkt unserer Priorisierung in dieser ersten Phase. Und wir sehen jetzt ja, wo die absolute Mehrheit dieser Menschen auch tatsächlich geimpft wurde, und zwar zweifach, wie die Inzidenz in dieser Bevölkerungsgruppe ganz deutlich nachgelassen hat. Und wenn es Ausbrüche gibt in solchen Einrichtungen, es erstens weniger sind, sie zweitens nicht mehr so schlimm verlaufen. Das heißt, das war eine bewusste Entscheidung der Priorisierung in Deutschland. Ja, vielleicht noch kurz eine Nachfrage, wenn ich darf. Also ab Ende Dezember, trotz deutschen Impfstoff und so weiter, hat es also diese 3 Monate gedauert bis also April, dass man in die Arztpraxen, dass man sich da impfen lassen kann. Und können Sie da ein bisschen vielleicht sagen, also ich habe ein Impfangebot oder ein Impftermin pro Woche, ich habe das nicht genau verstanden, wie viele die Ärzte dann zur Verfügung haben werden? Dann ja, also das ist in der Tat ein ungefährer Wert, dass wir davon ausgehen, zu Anfang der zweiten Phase der Impfkampagne, dass wir ungefähr eine Impfsprechstunde pro Woche anbieten können. Und nochmal, Voraussetzung dafür. Was heißt das, eine Impfsprechstunde? Was bedeutet das? Naja, eine Stunde quasi pro Woche pro Arztpraxis. Und das kann man dann runterrechnen, vielleicht so, ja, das wird so ungefähr so im einstelligen Bereich dann wahrscheinlich sich abspielen, möglicherweise im niedrigen zweistelligen Bereich, dass dann pro Arztpraxis Impfungen stattfinden können. 10 oder 20 Personen? Ungefähr, ja. Herr Staffelberg. Bin ich dran? Ja. Ja. Nochmal auch eine Verständnisfrage. Also wenn man guckt ins Vereinigte Königreich zum Beispiel, also da machen sie sich sehr lustig über die German Machine. Das ist alles also mit den Impfen hier in Deutschland nicht so
schnell klappt. Ich sehe zum Teil hämische Kommentare von meinen Kollegen da Richtung EU und auch Deutschland. Woran liegt es, dass Sie dort in Großbritannien so viel schneller, fast viermal schneller impfen als hier in Deutschland? Also die Deutschen waren schon mal also bekannt für ihre Technologie und für ihre gute Organisation, aber irgendwie scheint es nicht zu klappen. Naja, es gibt natürlich zwei Dinge. Also zunächst einmal, ich kann jetzt zu einzelnen Kommentaren in der Berichterstattung jetzt keine Stellung nehmen, aber grundsätzlich ist es so, Sie wissen, es gab in Großbritannien eine Notfallzulassung der Impfstoffe. Wir haben uns in Europa darauf geeinigt, dass es ein reguläres Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur gibt. Und es gibt natürlich halt eben auch unterschiedliche Liefermengen. Das muss man ganz klar sagen. Also die Briten hatten da die Möglichkeit, aufgrund dieser Notfallzulassung andere Liefermengen möglicherweise auch schon im Vorfeld dann zu vereinbaren. Und wir haben, das hat Herr Seibert auch ausgeführt, wir haben natürlich eine Impfpriorisierung festgelegt. Unser Ziel war es, in erster Linie die vulnerablen Gruppen zu schützen. Das heißt, wir mussten auch mit mobilen Impfteams tatsächlich dann in die Altenheime gehen. Und das hat natürlich auch zu gewissen Verzögerungen geführt. Aber nochmal, unser Ziel ist es, in erster Linie die vulnerablen Gruppen, also vor allem die älteren Menschen, zu schützen. Und das war dann halt eben auch das Ziel der ersten Phase unserer Impfkampagne. Also höre ich auch darin so irgendwie so mitspielen, dass die Briten, also wenn es geht um Impfmengen, dass die Briten vielleicht besser verhandelt haben, also dass sie mehr Impfstoff zur Verfügung hatten, nicht nur früher, wo es darum ging, um die Zulassung quasi, aber auch, dass sie besser verhandelt haben, was man auch sehen konnte in bestimmte Dokumentationen. Nee, also das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich war bei den Verhandlungen selbst nicht dabei. Die Verhandlungen hat die Europäische Kommission geführt, beziehungsweise dann die britische Regierung. Dazu kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit sich die Einzelnen da unterschiedlich verhalten haben. Darüber möchte ich jetzt keine Aussage tatsächlich treffen. Also ich habe jetzt wirklich nur dazu gesagt, wie das Verfahren halt bei uns war. Aber ich möchte jetzt keine Aussage über besser oder schlechter tatsächlich da getroffen haben damit. Aber jetzt machen wir weiter mit Herrn Schafelberg. Ja, nochmal eine Frage auch über diesen Komplex. Also vorhin hatten Sie erklärt, dass es so, dass diese Impfungen in Arztpraxen im niedrigeren Bereich sind, dass es dieses Impfangebot gibt oder geben wird. Ich habe kurz gerechnet, es gibt ungefähr 100.000 Arztpraxen in Deutschland. Und also wenn diese niedrigste Zahl quasi da mitgenommen wird, würde es in etwa, wenn man nur die Arztpraxen mitnimmt, würde es ungefähr 20 Monate dauern, wenn man nur über die Arztpraxen impfen würde. Also vorhin haben Sie gesagt, naja, die Kommentare aus Großbritannien, das wäre alles nicht so schlimm, weil das so Einzelmeinungen sind oder von anderswo. Aber also da spürt man ganz, ganz deutlich, dass die sich lustig machen über Deutschland. Und meine Frage ist, wenn das also in diesem Tempo weitergeht mit den Arztpraxen, wenn das so lange dauern würde, ist dann Deutschland noch der, sagen wir, dass sie richtig Leistung zeigen, was möglich wäre natürlich, um Schaden abzuwenden von der Bevölkerung, oder ist es doch eher die deutsche Schnecke? Herr Sabelberg, wenn ich mal was sagen darf. Erstens, nichts an dieser Pandemie ist lustig. Weder die fürchterlich hohen Totenzahlen, die in anderen Ländern noch deutlich höher sind als bei uns, aber auch bei uns sind sie schrecklich, noch die Tatsache, dass nicht für alle jetzt schon so viel Impfstoff zur Verfügung steht, wie wir uns das sicherlich alle wünschen würden. Wir haben hier mehrfach darauf hingewiesen, dass die Europäische Union ganz anders als Großbritannien und ganz anders als bisher auch die USA ein großer und bedeutender Exporteur von Impfstoff ist. Wir haben große Mengen von Impfstoff in andere Länder außerhalb der Europäischen Union, auch nach Großbritannien, exportiert. Den umgekehrten Weg gibt es nicht. Also das ist ja alles hier in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv besprochen worden. Ich habe gesagt, heute gibt es eine Telefonkonferenz zwischen Bund und Ländern, um genau diesen Punkt zu besprechen. Wie schafft man die nächste Phase des Impfens, in der es sowohl die Impfzentren mit ihrer wichtigen Aufgabe geben soll, als auch die niedergelassenen Ärzte, die einen wichtigen Beitrag liefern können, schon ab April
anzuschieben, diese neue Phase? Und wie bringt man das mit den voraussichtlich zur Verfügung stehenden Impfdosenmengen überein? Und ich kann Sie nur einladen, sich vielleicht für die Pressekonferenz heute im Anschluss an diese Telefonkonferenz auch zu interessieren. Ja, danke fürs Angebot. Nur diese Kampagne über die Arztpraxen, also es gibt ganz viele Arztpraxen in Deutschland, viel mehr als in anderen Ländern zum Beispiel. Die deutschen Ärzte haben auch einen guten Ruf. Allerdings, wenn sie sich nur auf die Arztpraxen konzentrieren und wenn nur... Darum geht es doch gar nicht. Entschuldigung, aber wir haben es jetzt mehrfach gesagt, es geht nicht um ein nur in den Arztpraxen impfen. Aber ja, dann brauchen Sie doch die Frage nicht zu stellen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber wenn wir sagen, es geht um ein Nebeneinander, um eine Kombination von Impfen in Impfzentren und Arztpraxen, das ist das Thema heute, dann müssen wir doch den anderen Fall hier nicht diskutieren. Nein, das verstehe ich sehr wohl. Aber ein Baustein von der Bekämpfung der Pandemie ist, wie Sie richtig gesagt haben, dass man die Arztpraxen dazu nimmt. Aber wenn es nur diese eine Stunde gibt und wenn es diese vorhandene Zahl gibt, wenn es nur so viele Menschen gibt, die dann pro Woche oder pro Monat dann da geimpft werden können, dann kommt man auf eine Zahl, vielleicht 20 Monate würde das dauern. Gut, um das vielleicht jetzt abzuschließen, wenn ich das sagen darf, wir haben doch keine lineare Entwicklung. Die zu erwartenden Liefermengen von Impfstoffen gehen doch nicht einfach so, sondern wir haben das doch mehrfach gesagt, die Verträge sind so, dass wir im zweiten Quartal zunehmend und zwar nicht linear zunehmend eine ganz große Verbesserung an dieser Lieferfront sozusagen erreichen werden und im Sommer ganz woanders stehen, als wir nach aller Voraussicht noch im April stehen. Und der April wird schon besser sein als der März. Das heißt, es ist falsch, einfach zu sagen, okay, so und so viel Impfungen in Arztpraxen in dem Monat und wenn es in dem Tempo weitergeht, es wird nicht in dem Tempo weitergehen. Das hoffen wir. Ja, aber das ist auch die Basis unserer Berechnungen, weil wir ja auch Verträge haben und zugesagte Liefermengen. Nun haben wir erlebt, dass Liefermengen, die zugesagt sind, auch gelegentlich erst später kommen. Das ist richtig. Aber die Zahlen sind so, dass wir sehr zuversichtlich sein können, dass wir eben nicht eine lineare Zunahme haben, sondern eine sehr deutliche Zunahme. Dann ist Herr Safelberger das nächste zu einem anderen Thema. Ja, Frage zum Thema Niederlande. Da gab es eine Wahl in dem Nachbarland von Deutschland. Also Premierminister Rutte, der wird wahrscheinlich wiedergewählt werden. Er hat die Wahl gewonnen. Wie bewertet die Bundeskanzlerin dieses Wahlergebnis? Und dazu noch, also die Liberalen, also die Linksliberalen, die haben auch stark gewonnen. Wird das gesehen als positiv für die europapolitische Bemühungen Deutschlands? Oder nimmt man auch wahr, dass die extreme Rechte gerade zweitstärkste Kraft in Holland geworden ist? Herr Savelberg, wir pflegen Wahlen bei unseren europäischen Partnern nicht zu bewerten und das tun wir auch in diesem Fall nicht. Erwartet man dann, dass es schwieriger wird, die Verhandlungen auch in Brüssel zu führen, wenn die politische Kraft in den Niederlanden, die für ein Nexit plädiert, die anti-EU ist, anti-Immigrationsgesetze und die auch mit rassistischen Tönen von sich sprechen lässt, wenn da die zweitstärkste Kraft daraus geworden ist? Ja, das ist jetzt ein Versuch, doch einen Kommentar zum Wahlergebnis mir zu entlocken. Das wird nicht gelingen. Die Niederlande sind für Deutschland Freund, Nachbar und wichtiger europäischer Partner. Und so war es und so wird es sein. Und können Sie noch einen Satz zu der Zusammenarbeit zwischen Herrn Rutte und seiner künftigen Regierung vielleicht sagen? Ich kann doch nicht über eine künftige Regierung in den Niederlanden sprechen, die noch gar nicht gebildet ist. Ja, es sieht danach aus, dass es die künftige Regierung die alte Regierung ist. Ich glaube, Herr Safelberg, das hat jetzt keinen Sinn an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Herr Safelberg, dazu? Sonst noch jemand zu Belarus? Erstmal nicht, dann sind Sie trotzdem dran mit einem neuen Thema. Ja, auch noch eine Frage. Ich weiß gerade nicht, wenn ich sie stellen soll. Der amerikanische Präsident, der hat den russischen Kollegen Putin als Mörder bezeichnet. Also ich weiß nicht, ob Sie das wahrgenommen haben.
Sehen Sie das auch so? Haben Sie da das wahrgenommen? Und wenn Sie das nicht so sehen, warum sehen Sie das nicht so? Ich dachte, wir hatten das Thema Russland in all seinen Fältelungen hinter uns. Nein, also es gibt ja, Herr Nawalny ist nicht gleichzusetzen mit Herrn Putin, glaube ich. Ich hatte nur den Eindruck, dass die Veranstaltungsleitung Überraschung nie gefeiert hat. So ist es. Das ist ja auch das Schöne an der Regierungspressekonferenz. Präsident Putin ist der Staatspräsident eines Landes, mit dem wir zahlreiche Meinungsverschiedenheiten haben. Und wenn ich nur einige Stichworte nenne, und zwar nicht nur wir, sondern Europa, die G7, dann würde ich zum Beispiel den Fall Skripal nennen, jüngst den Fall Nawalny, den Tiergartenmord, die Einschränkungen der Menschenrechte, der Freiheiten in Russland. Das sind Themen, die natürlich zwischen uns stehen und die wir auch immer wieder mit aller Offenheit gegenüber der russischen Führung ansprechen. Wir haben auch gemeinsame Interessen und natürlich bedarf es auch der Kooperation mit Russland, wenn man bei konkreten globalen Krisen vorankommen will. Und das kennzeichnet das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der russischen Regierung, dieses Nebeneinander von sehr belastenden Umständen und dem Interesse an Kooperation bei bestimmten Themen. Ja, Sie sprechen jetzt Mordversuche und einen passierten Mord hier auf ungefähr 1 Kilometer von diesem Saal hier an. Mutmaßlich geht das auf russische Täter zurück. Meine Frage war, ob Sie den amerikanischen Präsidenten folgen können, wenn er sagt, dass sein Kollege Putin ein Mörder sei. Ich habe für die Bundesregierung das gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Ich glaube, Sie haben nicht zu meiner Fragestellung genommen. Ich habe Ihnen meine Antwort gegeben. Und ich fand das ausgesprochen erfrischend. Ich fand das wirklich toll. Und wir haben danach gesprochen und da hast du gesagt, also für dich war das die normalste Sache der Welt, dass du so nachfragst. Ja? Sagst du, das ist dein journalistisches Verständnis? Ja, nochmals, es ist unser Job zu gucken, was sind die Fakten, ja, was liegt auf dem Tisch, was passiert. Gibt es einen Maskenskandal? Wer ist dafür verantwortlich? Gibt es einen Corona-Test-Skandal? Wer ist dafür verantwortlich? Wen hat der Bundesgesundheitsminister ernannt für eine Firma wie Gematik oder so? Und ja, hat er diesen Mann da benannt, auf diese Firma, die er kurz vorher nationalisiert hat? Hat er nochmal übernommen quasi und dann hat sich herausgestellt, dass er auch von dem gleichen Mann schon mal sehr günstig eine sehr teure Wohnung bekommen hat, für fast 1 Million Euro. Und dann gleich danach, nachdem er die Firma, die Staatsfirma quasi in Besitz genommen hat, hat er den Freund dahingestellt und da hat dann sein Gehalt verdoppelt, auf mehrere hunderttausend Euro mehr als die Bundeskanzlerin verdient. Ja, und das sind einfach Fakten und man wundert sich, warum da nicht nachgefragt wird. Warum? Ja, vielleicht, weil man dann nicht mehr die 1:1 Interviews mit dem Bundesgesundheitsminister bekommt. Ich kann noch mal dazu sagen, ich bin auch für die ausländische Presse hier tätig. Wir sind da fast 500 Korrespondenten aus dem Ausland. Wir warten auch in der Pandemie, wo der Herr Spahn natürlich immer viel präsent ist auf den Kanälen, warten wir schon seit 4 Jahren auf 1 Stunde Interview mit dem Bundesgesundheitsminister, der so gern natürlich umherreist, um zu erklären, wie Deutschland das in der Pandemie macht. Und seit 4 Jahren bekommen wir da keine einzige Stunde für die ausländischen Journalisten zu fragen. Wenn ihr so böse Fragen stellt, dann kann ich auch verstehen, warum der da lieber nicht hin will. Ich kann mich auch ruhig zurücklehnen. Das ist gar nicht. Es gibt viele gute Kollegen aus vielen Nachbarländern von Deutschland, aus der ganzen Welt, die auch hier sind und die auch Fragen stellen können und wollen. Und ich finde, der Minister sollte auch ein bisschen Zeit dafür machen. Und du hast damals auch erzählt, dass in anderen Ländern schon über Deutschland gelacht wird, habe ich mich erinnert in dieser Frage. Na klar, also warum lachen andere Länder über uns? Ja, weiß ich nicht. Also ich kann eher für Holland sprechen. Holland hatte auch Schwierigkeiten in der Pandemie. Ich glaube, das war in England. England genau. ist es gewesen. Da hat man auch gedacht, warum dauert das so lange? Deutschland mit seiner guten Infrastruktur, seiner guten Organisation, warum dauert das so lange, bis die Leute mal anfangen zu impfen? Und dass jeder Hausarzt kriegt irgendwie, also damals war das noch 10 Stück. Ja, könnte nur 10 Patienten pro Woche irgendwie machen. Ja, so geht das natürlich nicht wirklich voran. Also mittlerweile ist das besser, aber wir haben jetzt Mai, Juni, das ist natürlich, aber die Engländer waren natürlich, die haben sehr
nachgeholt. Also die haben sehr schnell einfach stark eingesetzt, womit sie die Zahl auch der Geimpften, die Impfquote ging sehr schnell hoch. Viel schneller als die Deutschen, die eigentlich eine bessere Organisation und vielleicht auch mehr Finanzen haben. Also zusammenfassend kann man sagen, du wünschst dir mehr Biss und mehr kritische Fragen. Das wäre sozusagen dein Wunsch. Und im internationalen Vergleich würdest du sagen, fehlt das ein bisschen? Ja, es sollte, naja, für Österreich kann ich nicht beantworten. Manche internationaler Länder, Vergleich. Ja, na klar. Also im westlichen Vergleich, glaube ich, wäre ein bisschen nachhaken, ein bisschen bissiger sein, ein bisschen mehr so Bälle zu spielen, dass der andere weitermacht. Also so ja, wir glaube ich, wie Meute, ja, so wie die Hunde. Vor allen Dingen, wir haben ein Wahljahr, es stehen viele Entscheidungen an, es ist einfach eine verdammt wichtige Zeit und man sollte sich nicht hinter einem Rechner zu Hause verstecken. Also dir ist das zu puschelig ein bisschen. Ja, ein bisschen. Wunderbar. Dann viele meine Zuschauer haben immer gesagt, der Mann muss öfter in die Bundespressekonferenz. Das ist wichtig. Diese Bitte gebe ich weiter. Ich weiß, das ist schwierig von der Zeit, aber du wurdest sehnsüchtig da erwartet, auch von meiner Zuschauer. Und ich hoffe, dass du auch wieder reinkommst. Hast du eine eigene Facebook-Seite oder wo kann man dich abonnieren lesen? Ich gehe als Reporter einfach herum, ich mache meine Berichte. Aber deine Seite, die Zeitung, wo findet man die? Die Zeitung ist telegraph.nl, Niederlande. Das ist eine der größten und die größte Zeitung. Die größte Zeitung, genau. Und da gibt es auch ein Magazin, ein Nachrichtenmagazin Elsevier. Genau. Und da mache ich auch so Reportagen. Genau. Analyse. Vielleicht sprichst du nochmal richtig deinen Namen aus. Ich mache es wieder mit Fehler, damit es nochmal jeder finden kann. Auf Deutsch oder auf? Auf Deutsch, genau. Herr Safelberg, Vorname Rob. Rob Safelberg. Und auf Holländisch wäre es dann? Safelberg. Safelberg. Das wird dann etwas schwieriger. Also Sie können ihn googeln und er ist für mich eine Legende, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein seine Frage an Angela Merkel damals. Also das ist Journalismus vom Feinsten in meinen Augen. Und ich ziehe den Hut vor dir. Vielen herzlichen Dank. Und danke für das Interview und bitte, bitte öfter wieder reinkommen. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig und das ist immer ein Ereignis. Deine Fragen sind so erfrischend und so toll. Also erwarten wirklich viele, viele Leute drauf. Dankeschön. Und vielleicht ihm auch schreiben oder auch an die Zeitung mal einen Lob schreiben. Ich glaube, das ist nicht gut, dass er in Deutschland hier sehr gerne gelesen wird und angeschaut wird. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vorsicht, jetzt habe ich noch zum Unfall. Nein, das war kein Unfall. Machen wir so. Machen wir so. Vielen Dank. Alles Gute. Okay. Danke. Ich komme gleich rüber. Ich verabschiede mich jetzt. Ich mache dann noch das Video von der BPK. Und jetzt nochmal alles Gute. Danke. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Frau Merkel, eine Frage von Rob Scharfenberg, Telegraaf aus Amsterdam. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes ihm hinzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären? Weil diese Person mein Vertrauen hat. Aber kann er dann mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat? Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu. Wenn das alles ist? Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt. Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also das ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also. So, die nächste Frage geht.